Na, du hast ja sowieso noch die ehrenvolle Aufgabe, hier die APEP-Gespräche zu führen. Ey, ihr Wichser, weißt du, du hast doch einen Draht zu APEP. Willst du sie nicht mal um Hilfe bitten? Ich freue mich schon darauf, wie du vor dem kriegst. Ich fühle mich wie so ein Callcenter-Typ. Ja, guten Tag, Herr APEP, ich habe eine unglaubliche Geschäftsidee für Sie. Würden Sie mir noch 5 Minuten lang zuhören? Du musst etwas freundlicher sagen. Ich würde an der Stelle die Regenwurm-Taktik bevorzugen. Ja, so wird es darauf jetzt hinauslaufen, schätze ich. Du schaffst das schon. Wenn du eine Übung hast, dann kannst du gleich bei Alara weitermachen. Nein, das machst du. Das macht entweder mal du. Den Hochkönig, wie man mit so einem Drachen redet. Ja, genau. Hier, warte, ich leite mit Alara. Bevor wir mit Alara sprechen, müssen wir uns eine Intrige für sie ausdenken, die, wie wir daraus Gewinn ziehen wollen. Ach, das mit Alara kannst du dir schenken. Die wird uns den Stinkefinger zeigen und uns sagen, wir können uns mal tief ins Knie. Ist egal, gehen. Wenn ich mit Alara reden muss, muss Alara mit Alara reden. Das ist der Deal. Und hundertprozentig hat sie auch die erste Komponente in TUS. Nein, ich glaube, Dings hat nur Hofmagier damit vergiftet. Zumindest war die Auflösung, die wir bekommen haben, alles mit Hofmagier. Stimmt. War Virilis Aibon. Melvin Störberg. Genau. Grakal. Als Hexe von Beruf wird sie sicherlich damit dazu zählen. Jedenfalls Karinor darf auf keinen Fall mit Alara reden. Das kommt zu Schlägen raus. Also ich bin immer noch dafür, dass du APEP einfach ganz brutal reizt und dann kommt er so in voller Wut angeflogen, sieht Rassasor, klatscht den brutal um, frisst dich, Problem fürs. Ich wollte gerade sagen, dann habe ich aber immer noch einen riesengroßen Kaiserdrachen, der mich will, nämlich fressen will. Ich habe ein geschupptes Problem durch ein anderes ausgetauscht. Ja, du kannst dich ja als Galotta ausgeben. Dann will ich in dem Moment aber in der Festung verstecken. Was hast du denn genommen? Wie verkleidet du uns als Galotta? Finde ich eigentlich gar nicht so blöd, die Idee. Der Plan ist richtig geil, klar, aber sobald der erste Hashtag ums Eck kommt, weiß der, was Phase ist. Nicht unbedingt, mit Schleier der Unwissenheit nicht. Der Plan wird immer geiler. Ja, aber wenn da 15 Hashtags rumlaufen, dann brauchen wir da auch nicht auf die Festung gehen, weil dann zerfetzen die uns. Vor allem, wie wollen wir eine verdammte Mindurium-Säule zerstören? Raffi, wie gut bist du mit Mindurium? Du gehst Mindurium. Zweitens, du gehst da hin, Isarun sagt, hey, Flimflam Funkel, Leuchtturm-Variante. Der Bannstrahl sieht, ey, da leuchtet's, da ist Magie, mach mal kaputt. Hey, ich hab einfach gedacht, ihr holt mal diese scheiß Botenvögel da raus. Ich kann natürlich nicht als Charakter sagen, holt mal scheiß Botenvögel da raus und sagt denen das einfach. Aber warum willst du denen denn eine Beschreibung geben, die am Ende nicht raffen? Denn ich weiß, wie ihr Jungs Wegbeschreibung schreibt. Ja, weil das mitten in der scheiß Festung vielleicht ist und ja, die einfach kein Lichtsignal da rauskriegen. Der Vogel kann ja nicht beschreiben oder du kannst ja nicht im Brief beschreiben, wo es ist irgendwie. Ja doch, wenn du deine Position kennst, dann kannst du ja weißt du, wie die Festung von außen aussieht. Dann sagst du, der dritte Turm von links. Er ist, glaube ich, eine runde Festung, also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja gut, aber wenn du in die Festung reingehst, die Festung rotiert ja nicht 360 Grad die ganze Zeit. Und wenn sie rotiert? Du, dann hat die Festung ganz andere Probleme. Ich würde die einfach optisch markieren, irgendwie. Optisch markieren. Die sollen alle gefälligst ihren Bannstrahl aufwerten, dass da 10 Bannstrahle von jedem runterfliegen. Dafür brauchst du Liturgiekenntnis 15. Ja, ich meine, wo ist denn dieser Scheißbote des Lichts? Der soll mal nicht so viel seine Eier schaukeln. Junge, der ist ein alter reißen. Mann und sitzt im Rollstuhl. Ja, der soll auch Karma raushauen und nicht Maschinen oder schwimmen gehen. Also wird er bestimmt, pass auf, ich geh gleich erstmal zum Marschall der Sonnenlegion hin und sag, Junge, leg mal deinen Schwanz auf den Tisch. Dann legt er seinen Schwanz auf den Tisch und dann geht das schon. Ja, sag, das Junge, will ich auch hoffen, dass das genau so läuft. Junge, ruf mir mal einen Greifen. Und dann sagt der Junge, verpiss dich. Und dann verpiss ich mich. Also wenn du dem sagst, Junge, ruf mir mal einen Greifen, dann sagt er nicht verpiss dich. Denn mir fiel vorhin Altpreis Geweihte können das ja. Ihr Befehl der Götter, verpiss dich. Nein, die können sagen, hey, Greifen, ihr bräuchten euch mal kurz. Und dann kommt ein Greif. Gut, die könnten auch ganz viel Nützliches tun, aber er sitzt halt mit seinem fetten Arsch nur in seinem blöden Rollstuhl rum und macht nix. Er leuchtet, er ist der Bote des Lichts, lass ihn. Ja, das ist keine Leistung. Du tust es genauso blöd wie die ganzen Drachen, die auch nur rumsitzen und nichts tun. Er hat bis jetzt in etwa genauso viel geleistet wie das Schwert der Schwerter. Lass wir darüber mal reden. Die schickt ja auch immer überall nur Löwenbrand vor oder so. Nee, Rondrasil von Löwenhaupt, so. Ich sag ja auch nicht, dass der besser ist. Der ist wenigstens tot. Aber dann, den schickt jetzt nicht mehr vor. Bitte was? Der ist tot? Wann ist der denn gestorben? Frau Beerheim? Hab ich da gepennt? Ja. Warst du live Rondrasil dabei? Löwenbrand, Herrmeister der Rondra-Kirche, steht auf der Todesliste drauf, die wir vorgelesen haben. Scheiße. Also, auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 1, Kaiserin. Platz Nummer 2, Kaiserin. Platz Nummer 3, der Mann, dessen Befehle du missachtet hast, Großinquisitor Raferian. Und dann kommt schon Rondrasil. Hast du eigentlich schon deine Erschwernisse abgebaut?
Das hängt ein bisschen in der Schwebe gerade. Ich glaube, ich muss nicht mehr geißeln. 12 Punkte auf alles. 12 Punkte auf alles. Solange ich nicht 12 Punkte auf Galotta schlagen kriege, bin ich zufrieden. Alles andere können sie mir gerne erschweren. Ja gut, dann heißt es, wir klettern jetzt da hoch. Fuck my life. Ja, gibt halt nichts. Ich bleib hier und pass auf. Immer das schon. Kannst du dir auch so einen Rollstuhl nehmen und ich neben deinem blöden Boden das Licht setzen? Könnt ihr beide gleich viel reißen. Ich bleib einfach schön sicher unten an Land stehen und erklär den Wandstrahlern, wo sie ihre Wandstrahler hinzubandstrahlen haben. Also für mich ist das Problem eigentlich auch schon gelöst. Die Festung explodiert beim nächsten Magnum Opus. Das zerreißt zwar Gareth, aber das ist mir jetzt eigentlich herzlich egal. Und wenn sie nicht explodiert? Ja, dann vielleicht bei der nächsten Stadt, aber bis sie im Süden angekommen ist. Da ist sie lange explodiert. Da bin ich ganz entspannt. Also. Auf dem immer Mittel, so. Der wenn ein bisschen Puhn hin und so. Da sollte ja, so, wenn es kein Mittelreich mehr gibt, gibt es auch niemanden mehr, der die Novalis im Norden beschäftigt. Das heißt, ihr habt die als nächstes vor der Haustür stehen. Ja, da kann ich die alle umbringen. Das ist doch schön. Das hat sich dein Patriarch auch gedacht. Und dann haben sie ihn abgestochen. Ja, das ist ja jetzt ehrlich gesagt nicht mein Problem. Ich glaube, als Basaltfaust ist das per Definition dein Problem. Ja, nur wenn, ich muss ja nur aktiv davon abhalten, dass sie ihn umbringen. Dass sie ihn umbringen wollen, ist jetzt ja erstmal zweitrangig. Hatte da nicht auch ein Naema irgendwie ihre Finger drin? Ja. Ja. Er muss ihn doch umbringen, weil er doch durch keinen Mann umgebracht werden konnte oder so. Durch keinen sterblichen Mann. Wenn ich Frosty nicht kennen würde, würde ich glatt annehmen, am Ende kommt auf dieser Festung halt Naema vorbei und löst das für uns. Ja, aber ich kann Frosty. Wenn ich die sehe, dann kriege ich einen Schreikrampf. Nicht nur Luca, Lotto wahrscheinlich auch. Haben sie dir die Story schon erzählt, wie jemand Naema in der G7 von der Klippe gestürzt hat? Nein. Die transversalisierte sich da irgendwie bei dem Kamold rein und der andere Weite stand daneben, hat sich gedacht, scheiße, und tackelt die einfach erstmal von der Klippe runter. Das ist natürlich hilfreich. Ich weiß gar nicht, wer die Story erzählt hat. Das könnte Frosty sein oder Johnny. Aber da Johnny noch nichts gesagt hat, glaube ich nicht, dass Johnny war. Nee, ich hab die Story nicht so erlebt. Ich hab unsere Gruppe nur in den Tod geführt in den G7-Kampagne. Wie hast du das angestellt? Naja, wir sollten die 7 Kelche finden und ein Kelch war eben noch verloren und der gute Rakorium hat sich ja selber das Gedächtnis löschen lassen. Also kam mein Magier auf die glorreiche Edona natürlich. Nein, du hast keinen Blick in den Gedanken auf Rakorium gemacht. Wir gehen in den Limbus und dann finde ich den. Ist ja kein Thema, man kann ja alles finden, man muss nur lang genug suchen. Aus lang genug suchen wurde dann irgendwann eine 20, 5 Kamanati kamen an und wir waren tot. 5 Kamanati sind auch für eine G7-Gruppe kein Problem. 5 Kamanati fristen 5000 AP ja Gruppe schon zum Frühstück. Aber im Astralraum regenerieren die. Helden, wir hatten 5 Kamanati gegen uns und die Gruppe ist gewiped. Nice. Lange hat die Ahnung gehabt. Also ich war mit meiner Astralenergieplanung etwas ja, okay, wenn du natürlich erst einen Planastraler vorher rausgehauen hast. Ja, die Planastraler musst du ja noch auf der echten Welt machen. Dann habe ich natürlich, um mich darin vernünftig orientieren zu können, Oculus gemacht und ja. Okay. Du hast aber daran gedacht, dass eben Limbus alles nur ein Zehntel der Kosten hat. Ja, das stimmt, aber ich war schon vorher nicht ganz voll. Ja, okay. Und die Regeneration von 1W6 plus 0, weil man DSA 3 zu dem Zeitpunkt gespielt hat, war echt beschissen. Auch wenn du einen großen Pool mal hattest, wenn der einmal leer ist, dauert Monate, bis der voll ist. Ja, aua. Ich dachte schon, du hättest irgendwie Rakorium Blick in die Gedanken gemacht oder so, weil das hätte nicht auch umgemacht. Lass dich reversalisieren.